Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Gender-Aktivismus. Tagespolitik bestimmt, habe ich einen 3 Schritte Abstand genommen und am anderen Stelle etwas gefunden, was ich für symptomatisch halte. Für diesen Hass, den ja auch Kevan geißelte, und sage, Gender-Aktivismus, das ist die Frauenversion des Serienmordes. Warum ist das so? Wenn wir uns angucken, welcher Hass dahinter steckt, stellen wir fest, aus meiner Sicht, wenige Männer hassen eigentlich Frauen. Und noch weniger hassen Frauen so sehr, dass sie zu Mördern werden. Die allerwenigsten dann werden gar zu Serienmörder. Serienmörder sind aber praktisch immer Männer, ihre Opfer immer Frauen. Ausnahme bestätigen auch die Faustregel. Mit diesen Taten arbeiten sich Serienmörder an den Frauen in Gänze ab. Stellvertretend für alle foltern und ermorden sie also immer wieder eine beliebig ausgewählte Einzelne. Befriedigung, wenn man es denn so nennen muss, vermag einem Serienmörder seine Tat, und das diktiert ja die Logik, wenn überhaupt, dann nur für den ganz kurzen Augenblick zu kriegen. Er wird ja immer wieder feststellen, dass er nicht die Frauen im Allgemeinen trifft, die so wenig schuld sind an seinem wie auch immer gearteten Antrieb für den Wahnsinn, wie die eine, die er da trifft, nun geeignet sein könnte, die Frauen in Gänze irgendwie für ihn stellvertreten. Insofern scheitert ja jeder Serienmörder automatisch. Den Mordopfern, die er immer hinter sich hat, nützt natürlich das Wissen herzlich wenig und gar nichts. Frauen wiederum, die Männer hassen, verhalten sich notwendigerweise anders. Die Biologie hindert die meisten von ihnen an irgendwelchen Körperlichkeiten. Frauen morden in Beziehungen, wenn sie denn morden, und meist mit besonderer Heimtücke. Was sollen sie auch sonst tun bei Männern, die im Durchschnitt ein Drittel mehr Muskelmasse haben? Das ändert sich zwar auch in unserer westlichen Gesellschaft jetzt dauernd, aber grundsätzlich ist es erstmal so. Deswegen gehen sie heimtückisch vor, sie gehen subtiler vor. Und nichts anderes machen im Prinzip diese Gender-Aktivisten, von denen ich sprechen will. Die sogenannte Gender-Theorie besagt im Kern, dass alle Frauen grundsätzlich Opfer der Männer sind. Gewalt und Unterdrückung seien demnach Wesenskern der Männlichkeit. Folgerichtig in sich schlüssig, sagt der Fachmann, verlangt diese Gender-Theorie deswegen die Abschaffung der Männlichkeit. Und wie ihr männlicher Gegenpart, nämlich der Serienmörder, verkennt die Gender-Aktivistin bei dieser Tat, bei diesem Ansinnen, dass ihre Tat notwendigerweise am Ende auf sie zurückfällt, sie selber trifft und ihr die Grundlage entzieht. Das ganze Ausmaß der Idiotie und der Verblendung wird eigentlich schon im Ausspruch der Gründerin dieses Gender-Konstruktes von Judith Butler deutlich. Entschuldigung, Butler, Judith Butler. Sie lehrt ja ihren Anhängern tatsächlich, jeder Orgasmus einer Frau sei eine Unterwerfung unter die Unterdrückung der Männer. Let that sink in, wie es so schön heißt. Also mehr gibt es über diese sogenannte Theorie eigentlich gar nicht zu erfahren und zusammenzufassen, außer dass sie wie jeder Wahn viele Pseudonyme trägt und verschiedenen Varianten vorkommt. Da gibt es dann die Bezeichnung intersektionaler Feminismus oder auch das alle in aller Munde befindliche DEI, Diversity, Equity and Inclusion, also Diversität, Teilhabe und Inklusion. Mit diesen Etiketten suchen die Anhängerinnen dieser Hasslehre gegen Männer, nichts anderes ist das, die Nähe zu Verbündeten. Entsprechend fließend sind dann auch die Übergänge zu solchen Ideologien wie der Critical Race Theorie, also der kritischen Rassentheorie, die nichts anderes ist als Ausdruck des Hasses vornehmlich schwarzer Rassisten auf weiße, angebliche Rassisten. Also die Frauen der Genderlehre verlangen die Auslöschung. Ich glaube, das muss man noch ein bisschen länger erklären. Die kritische Rassentheorie, die behauptet, jedenfalls einige extreme Vertreter behaupten, dass alle Weißen qua Organisation, qua ihrer Hautfarbe Rassisten werden. Und das ist die Grundannahme, mit der die durch die Welt geht. Das heißt, jede Benachteiligung schwarzer Menschen ist auf die rassistische weiße Mehrheitsgesellschaft zurückzuführen. Also eine komplett irre Ideologie, die nichts mit der Realität zu tun hat, die aber vor allem in universitären Kreisen immer mehr Zulauf erhält. Des Mannes. Welches erlittene Trauma da dahinter steckt, ist so unerheblich wie im Falle des Serienmörders. Es hat die Opfer nicht zu interessieren und entschuldigt nicht die Tat. Anders als der männliche Serienmörder allerdings ermorden die natürlich erstmal niemanden, die Gender-Aktivisten. Vielmehr unternehmen sie den Versuch eines sozialen Massenmords an der Männlichkeit im Ganzen. Frauentypisch eben deutlich subtiler und anders als der Mann, der ein einzelnes Opfer rauspickt. Um eben das begehrte Endziel zumindest theoretisch ja erreichen zu können. Der Mann scheitert im Ansatz mit seinem physischen Serienmord. Die Gender-Theorie, so denn zu Ende gedacht, würde zur Abschaffung der Männlichkeit führen. Die Frauen gehen also, kann man hier sagen, schlauer ans Werk. Genderkranke Frauen scheinen unterm Strich aber gar nicht unbedingt häufiger als Serienmörder unter Männern. Sie sind also zu wenige, als dass sie alleine ja Aussicht darauf hätten, ihren Vernichtungswunsch irgendwie durch soziale Ausgrenzung umsetzen zu können. Sie brauchen eine theoretische Mehrheit, eine zumindest so scheinende Mehrheit. Und entsprechend ist ihre wichtigste Waffe die Konstruktion zumindest scheinbarer Mehrheit. Im ersten Schritt
Machen Sie das durch Schaffung, durch Auflösung der Geschlechter an sich. Sie erklären Geschlechter zu bloßen Willenserklärungen. Durch Beiführung des Präfixes trans kann also alles zu allem werden. Männer können zu Frauen werden und Firmen pleiten zu Wirtschaftswachstum, wenn man denn Habeck heißt. Schwule und Lesben und alle anderen Spielarten des Geschlechtslebens ziehen Sie damit rein und nehmen Sie als angebliche Beweise dafür, dass es so ist und dass man das beliebig wechseln könnte. Es dauerte Jahre, bis Schwule und Lesben verstanden haben, dass sie mit diesem Körperversuch sich selbst schaden, sich zur Wehr setzen. Heute machen sie das. Es gibt die Alliance of Gays and Lesbians, die ganz eindeutig verlangt, sich von der Trans-Ideologie abzusetzen, die von diesen Trans-Aktivisten verlangt, eben nicht ungefragt LG, also Lesbians und Gays, mit reinzunehmen und diese ganze Armada, also diesen Rattenschwanz von anderen Buchstaben und Ziffern noch dahinter zu hängen. Damit erweisen sie uns, diese Aktivisten, diese Schwulen- und Lesben-Aktivisten, die langsam aufstehen, einen Dienst. Und zugleich auch den wenigen Frauen und Männern, deren Entscheidung es tatsächlich ist, in der Kleidung und im Auftreten des anderen Geschlechts zu leben und das wir zu respektieren haben, was ihnen selbstverständlich auch zusteht. Dank dieses wachsenden Widerstandes jedenfalls dürfen wir zuversichtlich sein, davon bin ich überzeugt, dass in naher Zukunft nur noch eine Handvoll verlorener Existenzen, wie beispielsweise Herr Georg Kellermann, weiterhin versuchen werden, sich da reinzudrängen, die LGB-Gruppe und eine Schicksalsgemeinschaft zu konstruieren, die es da gar nicht. Ich weiß nicht, ob die Lösung gegen Identitätspolitik einfach eine andere Form von Identitätspolitik ist. Ich finde, wir sollten diese Fragen der sexuellen Orientierung oder Identität politisieren. Also das ist nichts, wo wir uns irgendeiner Community zugehörig fühlen sollten, sondern wir sollten einfach sagen, mach in deinem Bett, was du für richtig hältst, aber lass die Mehrheitsgesellschaft damit in Ruhe. Also wie gesagt, ich finde es überhaupt albern, da irgendwelche Schwulen- und Lesbenverbände zu gründen. Nicht gibt. Gleiches gilt auch für Feministinnen. Die waren nämlich Schritt 2 dieser Einverleibungsfantasien der Gender-Trans-Ideologen. Im zweiten Schritt also all solche Frauen, die auf die Selbstverständlichkeit beharrt haben, dass Frauen und Männer gleiche Rechte haben. Schon im Ansatz ist aber dieses völlig einende und richtige Ziel der Feministen das genaue Gegenteil der spaltenden Genderlehre. Und immer mehr Feministen merken das jetzt und wenden sich auch gegen ihre feindliche Übernahme. Und wenn sie damit fertig sind, dürfte von den Genderkranken ähnlich wenig überbleiben wie von den sogenannten männlichen Feministen, die sich aus allen möglichen Motiven als solche bezeichnen. Spätestens mit den absurden Angriffen auf Harry Potter-Autorin J.K. Rowling haben viele Frauen, gerade die Feministen, erkannt, dass die Genderlehre zur Auflösung des Geschlechterbegriffes führt und damit letztlich frauenfeindlich ist von der Grundkonstruktion her. Am deutlichsten aber wird diese Geisteskrankheit Gender immer da, wo sie versucht, sich mit sachfremden Ideologien zu verbinden. Aus ihrem Postulat einer toxischen Männlichkeit, um umweltbewegte Frauen irgendwie anzuwerben. Aus toxisch wird dann nämlich die fossile Männlichkeit in diesem Kontext. Ein Wort, das da könnte man ganze Symposien drüber veranstalten. Also fossile Männlichkeit und die Etymologie dieses absurden Konstruktes entlarven letztlich den ganzen Wahnsinn dahinter. Und ich bin überzeugt, irgendwann gibt es Historiker-Jahrgänge, die sich über diesen Kram genauso belustigen können, wie wir heute über die abgehängten Klavierbeine im viktorianischen England, die damals als obszön galten. Für die Gegenwart bleibt festzuhalten, das Patriarchat als Hirngespinst dieser Hassbewegten ist vergleichbar mit dem der Pandemie der vergangenen 4 Jahre. Seinen Erfinderin dient dieser Wahnsinn als Rechtfertigung, die eigenen Triebe auszuleben, die niederen vor allem. Wir dürfen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen, dass sie selbst um die logische Lehre im Herzen ihrer Erzählung wissen. Das legt jedenfalls die Aggressivität nahe, mit der sie wie die Impfbetrüger und Pandemieerzähler. Ganz ehrlich, schickt sowas mal Leuten wie Neitan. Genau so muss man mit solchen Leuten reden. Also absolut richtig, was Paul Brandenburg. All jenen begegnet, die es wagen, nach einem Existenzbeweis für ihre angeblichen Monster zu fragen, die zur Gründung ihrer Lehre führen. Die Genderlehre ist also keine Theorie und am wenigsten ist sie eine Wissenschaft. Und auch als Kunst hätte sie keine Existenzberechtigung, denn sie ist krankhafter Hass. Sie ist ein Vernichtungswunsch, gerichtet gegen Männer. Als Gesellschaft sollten wir den Betroffenen wo immer möglich Therapieangebote machen. Darüber hinaus aber, meine ich, dürfen wir keine Ressourcen an sie verschwenden, am allerwenigsten unsere Lebenszeit. Und dass das höchste Zeit ist, diesen herrschenden Totalitarismus damit zu bekämpfen, das zeigt, wie nämlich das Ganze, dieser Hass, der da geschürt wird, verwendet wird. Ähnlich wie das, was Kevan gerade als Agitation gegen die Opposition bezeichnete. Denn es haben sich natürlich Totalitaristen dieser Geisteskrankheit Gendern ebenso bemächtigt und nähren sie und fördern sie weiter, wie mit der Klimarettung oder der Pandemie. Aus ihrer eigenen Niedertracht heraus versuchen sie damit zu spalten und nehmen in Kauf, dass Männer, die als selbsternannte Transfrauen in Frauenknäste kommen, dort echte Frauen vergewaltigen und demütigen. Und diese Bereitschaft, dieser bedingte Vorsatz, solche Gräueltaten eben zu instrumentalisieren zu politischen Zwecken,
Das hat ein dramatisches Urteil gezeigt, das dieser Tage am Amtsgericht Hersbrück gefällt wurde. Da urteilte tatsächlich ein Einzelrichter, ich glaube in erster Instanz, ist nicht rechtskräftig, dass eine sogenannte Transfrau, die Kinderpornografie besaß, das besitzen dürfte oder zumindest entschuldigend hat es in die Rechnung einbezogen, weil, Zitat, dieser Besitz der Kinderpornografie notwendig gewesen sei als Teil der Identitätsfindung als Transfrau. Das muss man einsacken lassen. Der Wahnsinn der Argumentation entspricht dem Wahnsinn der sogenannten Fantasiegeschlechter, denn... Ich bin ja kein Jurist, aber wie kommt man als Richter auf die Idee, sowas in ein Urteil zu schreiben, wäre irgendwie sinnvoll. Also... Nochmal, ich kann es ärztlich versichern, mehr als zwei Geschlechter gibt es auch beim Menschen nicht. Und auch bei Ihnen bietet die Natur eine wunderbare Vielfalt in Ausprägung und Abweichung. Ganz selten wird ein Mann mit Geschlechtsorgan einer Frau geboren. Manche Frau hat ein Y-Chromosom eines Mannes. Und so selbstverständlich, wie alle diese Menschen die gleichen Rechte haben, so selbstverständlich bleibt die Tatsache, dass Variationen in seinem Erbmaterial oder seiner Organausprägung einen Mann ebenso wenig je zur Frau machen werden, wie das Tragen eines Kleides. Die Wahrheit lautet... Auch Frauen mögen Männer. Männer mögen Frauen, ob als hetero oder homosexuelle oder als was auch immer. Und auch diese Regel wird natürlich durch ihre Ausnahmen bestätigt. Weil das aber die Regel ist, haltet sie bitte ab heute so hoch wie die Fußballfans von, ich glaube, Borussia Dortmund waren es, die das im Stadion neulich plakatierten. Ihre beiden Fußballexperten hier in der Runde werden mich korrigieren. Die hatten jedenfalls einen Banner mit einer schlichten Wahrheit hochgehalten. Es gibt nur zwei Geschlechter. Es waren noch Leverkusen und Dynamo Dresden, oder verwechsel ich da gerade was? Es gibt nur zwei Geschlechter und einen lächerlichen DFB. Mit dieser schlichten Wahrheit könnten wir den Terror... Schalke schreibt gerade einer. Habe ich gerade falsch... das war Leverkusen und Dresden? Wieso schreibt da einer Schalke dann? Oder haben die es auch gemacht? Stoppen, den wir momentan in dieser ganzen politischen Totalitarismuswelt erleben. Und die Parteienkorruption zu Fall bringen, die dahinter steht. Warum? Weil wir gesehen haben, wie die Fußballfunktionäre des DFB, die Teil genau dieser Korruptionswelt sind, darauf reagierten. 18.000 Euro Strafe an den Verein dafür, dass seine Fans dieses Plakat hochgehalten haben. Das muss man sich vor Augen führen. Das absurde Strafgeld von 18.000 Euro zeigt, wie blank die Nerven dieser Parteienkorruption liegen und wie einfach es damit auch ist, diese Bande vollkommen außer Kontrolle zu bringen. Also tun wir doch genau das. Also ganz ehrlich, du kannst schreiben, die Erde ist rund und der DFB verurteilt dich zu einer Strafe. Also das ist völlig, was soll man dazu noch sagen? Lächeln wir sie an und sagen dem nächsten Schreihals ganz leise und in Ruhe mit einem Lächeln, dass es nur zwei Geschlechter gibt und dass Männer Frauen nicht hassen und unterdrücken und umgekehrt die meisten Frauen Männer mögen. Es ist so unglaublich billig und einfach, aber aus meiner Sicht genau das Muster, Kevan, was du gerade mit deiner Hetze, mit dieses Hass kultivieren meintest, was, glaube ich, in diesem gänzlich unpolitischen Thema zu finden sei. War es Borussia Dortmund, Dieter? Ich gucke in deine strengen... War Borussia Dortmund. Habe ich das wenigstens nicht versemmelt? Ja, meine Meinung zur Gender-Theorie, lieber Dieter. Ja, ich glaube nicht, dass du, was die Zahlen anbetrifft, recht hast. Ich glaube, immer noch mehr Männer ermorden Frauen auch aus Frauenhass als Frauenmänner. Aber die Gewalt, die gelegentlich alleinerziehende Männer zu spüren bekommen, die dann ihre Kinder weggenommen bekommen und dann nicht mehr wiedersehen dürfen, was ja wirklich auch ein Schnitt ins Herz ist, zeigt nur eine Form für einen Teil dessen, aber genau das habe ich gesagt, Verzeihung, ich habe das gesagt, das ist selbstverständlich. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Also wenn es mehr als zwei Geschlechter gibt, wieso gibt es da nur eine Männerbundesliga und eine Frauenbundesliga? Wo ist die Bundesliga für die ganzen anderen Geschlechter, könnte man... Ja, wie gesagt, es ist komplett albern, was der DFB sich da leistet. Hat nichts mit der Realität zu tun. Der eigentliche Mord, sehr viel häufiger von Männern natürlich an Frauen verübt wird. Das war völlig... Ja. Okay. Dann habe ich das nur missverstanden. Aber die Klarstellung schadet ja nichts. Außerdem glaube ich, dieser Begriff von der toxischen Männlichkeit, den nehmen auch Männer sich modisch an und fühlen sich furchtbar wichtig und schmiergeln sich auch so ein bisschen dann bei Frauen ein, indem sie dann diese These vertreten in einer hysterischen Geste und theatralischen und selbstgerechten Geste. Da finde ich das eben auch peinlich. Ich finde vieles von dem Befund richtig. Und dadurch, dass wir so eingebläut bekommen haben, die Frauen sind das schwache Geschlecht und die Männer sind die geborenen Machos, ist diese Relativierung durch deinen Vortrag absolut notwendig. Und ich würde auch mir wünschen, dass wir die Gegensätzlichkeit von Männern und Frauen
auch hochhalten. Das ist eben, wie der Volksmund richtig sagt, Gegensätze ziehen sich an. Und wenn man das alles egalisiert und nivelliert, dann ist auch ein Stück Lebensfreude kaputt. Ich möchte noch was dazu sagen. Vielen Dank nochmal für diesen Vortrag. Ich habe natürlich auch herzlich gelacht, weil es treibt wirklich absurde Blüten. Aber da gibt es etwas, was mir aufgefallen ist. Wir leben ja in einer Zeit des Machbarkeitswahns. Das hat damit zu tun, dass nämlich der Mensch glaubt, alles bestimmen zu können. Und es geht hier um die Atomisierung von Dingen, die man bisher so Gott gegeben, sage ich jetzt mal, schlimmes Wort. Ich meine nicht Karel Gott, also Männer und Frauen. So wird es auch demnächst mehrere Jahreszeiten geben. Das heißt, es wird immer mehr atomisiert. Und ist ein richtiger Religionsersatz. Ja, genau. Und die nächste Zündung wird dazu, und da müssen auch wegkommen können, das ist mir zu kurz gefasst, Frau, Männer oder was ich queerfeministisch bei den Grünen, bei der Grünen Jugend, sondern ich möchte auch nicht mehr als Mensch angesprochen werden. Ich bin eine Amöbe, die keine Steuern bezahlt und morgen bin ich ein Datensatz. Also bitte, auch das möchte ich nicht mehr. Wir müssen wegkommen, dass man uns immer auf den Menschen konzentriert. Wird auch noch. Aber gleichzeitig hält man dann an Dingen fest, die es weiterhin gibt. Es gibt nämlich nach wie vor gute und böse. Das ist so lustig. Es wird alles wird ausformuliert bis ins letzte Detail, wenn man sich nicht festlegen, aber gleichzeitig ist derjenige, der das nicht unterschreibt, automatisch böse. Da ist man bei Schwarz-Weiß geblieben. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was mit einer Agenda am Ende des Tages belegt ist, nämlich es geht um die totale Atomisierung von allem. Dass du nämlich auf keinem Gebiet mehr sagen kannst, was richtig ist, weil du sofort weißt, was ist denn gerade der aktuelle Stand, und das soll dann KI für dich übernehmen. Ich stelle nur fest, wie das in der Realität aussieht. Das ist zwischen, ich möchte mal auch Bonelli hier, den coolen Mann aus Wien, zitieren, dass natürlich ein Mann, der aussieht wie ein Mann, und eine Frau, die aussieht wie eine Frau mit den typischen Attributen und sich auch so kleidet und so weiter, dass sie deswegen so attraktiv ist oder eher so attraktiv ist, weil sie eben so anders sind. Und wenn man sich immer mehr annähert, also alle aussehen wie Precht und so, da weiß man nicht genau, was ist denn das eigentlich. Ja, ich nenne sie diese DJ-Typen, dann wo ich eben sage, ja, diese Tilo-Jungs, das ist ja, sind eben Jungs, das ist alles super, aber das ist Lichtjahre davon entfernt, irgendwie männlich zu sein oder irgendwie auch attraktiv zu sein. Und wenn man mal einen Laden das sehen. Wollen die doch gar nicht. Entschuldigung, meine Theorie, ja. Das kriegen wir natürlich jetzt nur in einer ziemlichen Umfrage, aber das will auch keine Mehrheit. Sorry. Nein. Aktivistischen Genderirren sind genauso in der Minderheit wie irgendwelche Klimakleber, die glauben, hätten da irgendeinen Anspruch, einen moralischen noch. Und Sie kapert ja. Aber nur wenn es eine Realität ist. Gerade die Feministin wehren sich mit Händen und Füßen völlig zurecht und sagen, geh mir weg damit. Wie das in der Realität? Es gibt ja auch Restaurants und Frauenkneipen, wo nur Frauen drin sind, und da darf dann auch nicht geraucht werden, meinetwegen. Und ich stelle oft fest, dass die sehr alleine sind, weil da kann man sich nicht mal richtig kloppen, weil dass der andere eben so anders ist, über den man sich auch ärgert, das ist ja das Salz in der Suppe in jeder Beziehung. Das muss man ja einfach offen zugeben. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von Festtagen. Man ärgert sich ja auch ganz gerne an seiner Frau ab und umgedreht. Das ist da, man möchte es gerne anders, aber wenn man den Mann, wenn die Frau den Mann so geändert hat, dass er passt, ist er so langweilig, dass sie sich von ihm trennt, umgedreht, gilt übrigens dasselbe. Ja? Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob das, was früher als Ehe galt, dass man bis zum Tod zusammen sei, ob das eine coole Idee ist, natürlich nicht, sondern vielleicht endet jede Beziehung zwischen 15 und 25 Jahren. Ich will ja auch nicht andeuten, dass es ja, eine auch in Ordnung. Reihe, eine ich meine nur, Reihe von Problemen zwischen Männern und Frauen gibt. Ich glaube, das ist doch völlig klar. Aber die Grundannahme, dass es einen Geschlechterkampf gibt, das ist genauso schwachsinnig wie eine Covid-Pandemie. Es gibt keinen Geschlechterkampf. Genau. Aber, und das hat natürlich noch den Nebeneffekt, damit, das ist eine Beschäftigungstherapie von Leuten, die dann immer für Leute sprechen, die aber gar nicht darum gebeten haben. Es ist ja so, hinter jeder Trans-Person stehen ja 50 Aktivisten, die dafür Geld bekommen, die zu verteidigen, und die wurden aber nie gefragt. Das heißt, das ist auch eine Einnahmequelle. Die wird natürlich wieder querfinanziert oder queerfinanziert, muss man sagen. Ja, das sind alles Queerdenker. So. Und was ich nur sagen möchte, das zeigt nämlich auch, wenn du dir auch anschaust, wie viel Geld in diese Lehrstühle fließt. Das sind ja Leute, die sind sonst auf dem freien Arbeitsmarkt schwer vermittelbar, weil das sind einfach Dummschwätzer. Das ist ja nur Gelaber, das ist einfach der totale Humbug. Das sind eigentlich Hofnarren, die mit Steuergeldern finanziert werden, weil wenn du so jemand auf die Bühne stellst, was der da von sich gibt, das ist so schlecht, das ist ja unfreiwillig komisch, aber es hat eben keine Pointe. Und deswegen, ich glaube, dass sich das früher oder später erledigen wird. Es ist nur ein Zeichen für unseren heutigen Zeitgeist, dass nämlich alles variabel ist. Alles ist alle können alles sein. Und da kann ich nur sagen, das ist natürlich nicht der Fall. Was? Aber es endet natürlich auch, dass der Tod abgeschafft wird. Der Mensch möchte die Krone der Schöpfung sein, aber es ist eigentlich die Dornenkrone der Schöpfung. Das zeigt eben seinen Machbarkeitswahn, und es endet im totalen Desaster, weil am Ende endet man im Chaos, weil ja nichts mehr stimmt. Und deswegen muss man wieder zurück und sagen, okay, es gibt sehr viele unterschiedliche Lebensformen, das bestreite ich auch gar nicht. Aber dass man ein kleines Stück nimmt und das hochkopiert und sagt, alle anderen sind verwirrt, das zeigt eigentlich nur diesen Wahn dieser Leute, dass nämlich die Welt so gestrickt werden muss, dass sie zu ihrer Dystopie passt. Ich glaube, dass man, was du sagst, auch damit reagieren kann, indem man an den entsprechenden Stellen herzlich lacht. Lachen, man muss aber lachen. Anders geht das auch nicht mehr, weil das ist nur noch mit Humor zu ertragen. Es ist nämlich unbedingt. Und wer einen schlechten Tag hat, dem empfehle ich das.
den neuesten Tweet von Georg Kellermann oder einen aus den vielen, die er so ablässt, wenn er da steht, ein alter weißer Mann in Frauenkleidern, der erklärt, man müsse Demokratie mit undemokratischen Mitteln verteidigen. Das wäre sein Beitrag für Meinungsvielfalt. Wenn Georg Kellermann nimmt, der wird verklagt, weil er will Georgine genannt werden. Kann man da nur noch mit Lachen reagieren. Aber ich bleibe dabei, im Kern ist es, bin ich überzeugt, das abstruse Postulat, dass es den bösen Mann gegen die gute Frau gibt. Und habe immer noch die Hoffnung, dass der Großteil aller Frauen bei diesem Blödsinn sich kaum die Mühe macht, auch nur zuzuhören. Und im Kern können diese Leute nicht mal sagen, was eine Frau ist. Also, die können keine Definition geben. Also, wenn du die fragst, was ist deine Frau, dann sagen die dir jeder, der identifiziert. Also, im Kern dekonstruieren die alles. Im Kern geht es darum, Geschlechter als Kategorie überhaupt abzuschaffen. Ich glaube, damit, mit dieser Grundabsurdität, wer sich das wirklich vor Augen führt, wird auch der Rest klar. Und das wird deutlich, dass das ein Postulat ist, um Hass zu schüren, so wie auch alle anderen funktionieren. Und nur auf der Basis dieses Hasses kann dann ein Totalitarismus blühen oder gedeihen, so er das denn auch tut. Und die Sprachfigur tut mir sogar weh, während ich sie gerade erfinde. Machen wir Schluss damit, denn Dieter, du sagst. Ja, das war ein guter Vortrag. Genau so muss man mit solchen Gender-Aktivisten reden. Also wenn ihr mit Leuten wie Dekadent, Neitern und so weiter, sagt ihnen genau das, was Paul Brandenburg hier gerade vorgetragen hat.